Stellen wir uns heute einfach mal das Szenario vor, was wäre, wenn der Indominus Rex anstatt der Tyrannosaurus Rex im Jurassic Park gewesen wäre. Ein ähnliches Szenario bin ich mit euch zusammen ja schon mal durchgegangen. Dabei ging es darum, was wäre, wenn der Spinosaurus anstatt der T-Rex im Jurassic Park gewesen wäre. Aus diesem Was-wäre-wenn-Szenario habe ich mir dann so eine kleine chronologische Geschichte ausgedacht, die bisher diesen Teil und diesen Teil hier beinhalten, noch keine weiteren bis jetzt. Das heißt, auch dieses Was-wäre-wenn hier gehört nicht zu meiner chronologischen Was-wäre-wenn-Story dazu. Part 3 kommt dann irgendwann dieses Jahr auch nochmal raus. Ich dachte mir allerdings, es wäre interessant, sich mal anzuschauen, was denn wirklich passiert wäre, wenn der Indominus Rex im Jurassic Park gewesen wäre. Und ein paar von euch haben sich darüber beschwert, Tobi, du warst nicht konsequent genug bei Was-wäre-wenn der Spino im Jurassic Park gewesen wäre. Wieso ist denn das so passiert? Das hätte ganz anders passieren müssen. Und da warst du ein bisschen zu weich. Okay, das ändern wir jetzt hier in diesem Was wäre wenn. Mach dich auf was gefasst. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Was wäre, wenn der Indominus Rex im Jurassic Park gewesen wäre? Ist eigentlich so die Grundfrage jetzt von diesem Video hier. Überlegen wir uns aber erstmal, wie denn der Indominus Rex und warum der Indominus Rex hätte im Jurassic Park sein sollen. Und die Antwort darauf ist eigentlich relativ simpel. Wir erfahren ja in Jurassic Park 1 von Mr. DNS und von Henry Wu, dass es möglich gewesen ist, mit Hilfe von Frosch-DNS ausgestorbene Dinosaurier-DNS zu komplementieren und dann sogar das Geschlecht so anzupassen, dass man eben, naja, auf Nummer sicher gehen könnte, indem man eben nur weibliche Dinosaurier klont. Das heißt, zur Zeit von Jurassic Park sind wir bereits so weit gewesen, dass wir Dinosaurier-DNS aus verschiedenen Tieren zusammengesetzt haben. Also eben die DNS aus einem Beispiel Velociraptor, da war die DNS aber eben nicht komplett. Deswegen hat man dann gesagt, okay, wir nehmen nochmal die DNS eines südafrikanischen irgendwas Froschs mit dazu und komplementieren dann eben das Ganze. Des Weiteren konnten den Tieren Chromosome vorenthalten werden, weswegen sie eben, naja, nicht männlich werden konnten, sondern eben alle weiblich waren. Laut meinem Verständnis, und korrigiert mich, wenn da jetzt ein paar Wissenschaftler unter euch in den Kommentaren sind, laut meinem Verständnis waren wir also hier nicht wirklich weit entfernt von dem, was wir in Jurassic World gesehen haben. Also zumindest die Technik war ja schon im Ansatz da gewesen. Aus diesem Grund hat sich in meinem Szenario auch John Hammond überlegt, naja, würde es denn die Welt vielleicht doch bereichern, wenn wir diese Gentechnologie ein bisschen weiter benutzen? Die ersten Tiere, die Hammond also gezüchtet hat, waren weiterhin Dinosaurier gewesen, quasi die, die wir auch im fertigen Film gesehen haben. Allerdings waren die auf der Insel lange bevor Ian Malcolm, Alan Grant und Ellie Sattler die Insel betreten haben. Henry Wu merkte nämlich eines Tages an, dass die Dinosaurier eine bestimmte Art von Krankheit nicht mehr bekommen könnten, die allerdings bei allen Lebensformen immer wieder auftreten kann. Als Grund dafür nennt er eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Frösche, also die DNS der Frösche, dafür mitverantwortlich war, denn genau diese Krankheit kann bei diesen Fröschen eben nicht existieren. John Hammond macht sich also Gedanken um das Ganze. Er wollte der Welt diese prähistorischen Tiere präsentieren und ihnen Ehrfurcht vor der Vergangenheit zeigen. Doch jetzt hätte er die Chance gehabt, etwas wesentlich Wichtigeres zu machen. Henry Wu fährt weiterhin fort, dass es noch eine ganze Reihe an Experimenten und an Forschung benötigen würde, um wirklich eine Heilung für verschiedene Krankheiten oder quasi für alle Krankheiten auf der Welt durch diese Gentechnik, durch die Biotechnologie hervorzubringen. John Hammond sieht daraufhin seine Chance. Ja, man könnte die Forschung vorantreiben, indem man doch experimentiert mit der Kombination von verschiedenen Tieren. In diesem Fall eben Hybriden. Das wäre so die Ausgangssituation, das wäre quasi der Prolog meines Was-wäre-wenn-Szenarios. Danach passiert das Ganze relativ ähnlich wie auch im Film. Wir lassen Dr. Alan Grant, Ellie Sattler und Ian Malcolm einfliegen, aufgrund dessen, dass sehr viele Investoren besorgt sind, was die Isla Nublar angeht, denn auch in diesem Szenario wurde Geoffrey von einem Raptoren gefressen. Ich sag jetzt hier mal nur Raptor, nicht Velociraptor, warum das so ist, könnt ihr euch vielleicht denken. Wir sind hier in einem Was-wäre-wenn-Szenario und Alan Grant, Ellie Sattler, Ian Malcolm, der Anwalt Donald Gennaro und John Hammond sind gerade auf dem Weg zur Isla Nublar. Als Grant dann letztendlich das allererste Mal einen lebendigen Dinosaurier sieht, nämlich einen Brachiosaurus, ist er komplett fasziniert. Er kann es nicht fassen. Ellie Sattler fragt Hammond daraufhin, ob man die Geschwindigkeit dieser Tiere eigentlich schon mal gemessen hätte. John Hammond erwidert daraufhin, dasselbe wie eben auch im Film, dass sie die Geschwindigkeit eines Tyrannosaurus Rex bereits messen konnten. Was er allerdings nicht verrät, ist, dass das lange vor der Zeit von Alan Grant und Ellie Sattler auf der Isla Nublar gewesen ist. Grant bricht daraufhin, genau wie auch im Film, zusammen. Er kann das nicht fassen. Sie haben einen T-Rex
fragt er Dr. Hammond. Und John Hammond lächelt und sagt, ja, wir haben einen T-Rex. Grant wiederholt, wiederholen Sie das, sagt Dr. Alan Grant. Und naja, und John Hammond guckt ihn lächelt an und sagt, warten Sie es ab, es wird noch besser. Die Gruppe gelangt daraufhin ins Besucherzentrum und kommt in diesen Kino-Drehsaal an. Also ihr wisst, was ich meine, das ist ja so eine Mischung aus Theater und Dokumentation und Kino. Und in der Mitte ist so ein Ding, das sich dreht. Auf jeden Fall wird dann auch hier Mr. DNS eingespielt und wir erfahren dasselbe, was wir auch im Film erfahren. Die versteinerte DNS eines Dinosauriers wurde in einem in Bernstein konservierten Moskito entdeckt. Dieser wurde eben extrahiert, daraus wurde die DNS gezogen. Diese wurde mit Fröschen komplementiert und wir haben Dinosaurier. Im Film, wie wir ihn eben kennen, endet hier die Präsentation von Mr. DNS, beziehungsweise switchen wir jetzt ja über zu den Laboren. Das ist dann auch der Punkt, wo unsere Gruppe dann dieses Fahrzeug verlässt oder den Kinosaal verlässt, weil sie eben selbst in die Labore rein wollen. In diesem Szenario allerdings sind wir noch nicht so ganz fertig mit der Erklärung, denn naja, wir züchten ja nicht einfach nur Dinosaurier, nein, John Hammond möchte der Gruppe, die auf der Insel anwesend ist, genau präsentieren, was denn wirklich hier vonstatten geht. Der Bildschirm wird plötzlich dunkel, Mr. DNS taucht erneut auf, allerdings sieht er ein bisschen anders aus, nämlich ganz weißgräulich. John Hammond erklärt daraufhin, dass man noch einen Schritt weiter gedacht hatte. Wir haben ja eben gerade erfahren, die exakt selbe Technik, mit der man die DNS eines Frosches und der eines verstorbenen Dinosauriers zusammengemischt hat, hat man nun verwendet, um die DNS verschiedener Dinosaurier zusammenzurühren. Die Gruppe ist erstmal ganz geschockt. Alan Grant sitzt nur mit offenem Mund da und versteht gerade die Welt nicht mehr. Ian Malcolm lehnt sich ganz besorgt nach vorne und lauscht dem, was John Hammond gerade erzählt. Geht es hier wirklich um Hybriden? Erschafft John Hammond eine Mischung aus Dinosauriern und echten Lebewesen? Hammond, der die besorgten Gesichter seiner Zuschauer sieht, entscheidet sich, das Lunch vor der Sichtung der Raptoren vorzuziehen. Also das Lunch passiert jetzt in dem Szenario vor den Velociraptoren, die dann eben von Robert Muldoon kurz vorgestellt werden. Und während diesem Lunch sprechen natürlich alle Beteiligten ihre Sorge aus. John, glauben Sie nicht, dass Sie hierbei einen Schritt zu weit gegangen sind? Sagt Dr. Ian Malcolm, der ja auch im Originalfilm schon, was Dinosaurier angeht, sehr, naja, mit seinem Gewissen oder auch mit dem Gewissen von Dr. John Hammond hapert. Lassen Sie mich das vielleicht erst einmal erklären, sagt John Hammond darauf und erklärt der Gruppe dann eben, naja, die Entdeckung der Krankheit, die durch diese Züchtung der Dinosaurier und der Frosch-DNS eben verschwunden ist. Wir hätten damit die Chance, die Welt für immer zu verändern. Ian Malcolm fängt daraufhin an zu lachen. Naja, Mr. Hammond macht ja nicht mehr als eine wissenschaftliche Entdeckung für Heilung aller Krankheiten auf der Welt in einen Freizeitpark zu packen. Donald Gennaro klingt sich daraufhin ein, das sei ja nur ein netter Nebeneffekt, damit die Welt das sehen kann. Wovor sollten wir mehr Ehrfurcht haben als vor der Vergangenheit? Fragt Dr. John Hammond und antwortet sich daraufhin selber, richtig, vor der Zukunft. John, das sind Tiere, die es so nie gegeben hat, antwortet daraufhin Dr. Ellie Sadler. Woher sollen wir wissen, in welchem Raum sie sich wohlfühlen, was sie wirklich brauchen, um zu existieren? Wer diese Tiere wirklich sind? Nicht einmal sie wissen, wer diese Tiere wirklich sind. Woher sollen die Tiere es denn dann selber wissen? Sie gehen automatisch davon aus, dass sie einen Velociraptor und einen Tyrannosaurus Rex in einen Körper packen und dass das Tier dann die Bedürfnisse von beiden erfüllen muss. Aber so wird das nicht funktionieren, John. Wir erschaffen hierbei komplett neue Kreaturen, die komplett neue Individuen sind, mit neuen Gedanken, mit neuen Bedürfnissen. Hammond verschränkt daraufhin die Arme und ist ganz enttäuscht. Wie kann es denn sein, dass diese bahnbrechende Entdeckung jetzt als eine Art, naja, als eine Art Unfall abgetan wird? Hoffnungsvoll richtet sich Hammond also an Dr. Alan Grant. Dr. Grant, wenn jemand weiß, wie wichtig es ist, Leben zu erhalten und Aussterben zu verhindern, dann sind es Sie. Grant schaut einen Augenblick nach unten, um seine Gedanken erstmal zu sammeln. John, ich bin mir nicht sicher, ob Sie genau wissen, was Sie hier tun. Wir sprechen hier nicht davon, eine Krankheit zu heilen. Das scheint mir nur ein Nebeneffekt von etwas zu sein. Sie greifen hier wirklich mit voller Macht in die Natur ein. Und so schlimm es auch sein mag, sich das einstige Sterben vorzustellen, ist es doch ein Teil des Kreislaufs des Lebens. Was Sie aber hier machen, ist unter dem Aspekt, neues Leben zu erschaffen, sich als Gott darzustellen. Sie unterbrechen mit ihrer Forschung den Lebenszyklus, der nun mal einfach aus Leben und Sterben entsteht oder besteht. Das mag ein besorgniserregender Gedanke sein, aber dennoch ist das einfach Teil unserer Natur. Was Sie hier aber machen, ist, Kreaturen zu erschaffen, die sich in keiner Zeit unserer Welt jemals hätten wohlfühlen können. Was diese Kreaturen allerdings jetzt machen werden, ist, sie werden sich ihren eigenen Lebensraum schaffen. Unglaublich, unglaublich, lacht John Hammond.
sitzen also hier im Kreis und sind uns quasi alle einig, dass das Heilen nahezu jeder Krankheit hätte einstellen sollen, trotz des Wissens, was wir jetzt aktuell haben. Ja, dabei geht es hier gar nicht mehr nur um das Einstellen oder um das Heilen von Krankheiten, weist dann Ian Malcolm John Hammond eben drauf hin. Der Nebeneffekt sei einfach zu gewaltig, denn ja, natürlich auf der einen Seite wäre es schön, wenn man diese DNS-Forschung nutzen könnte, um Krankheiten zu heilen. Was John Hammond hierbei aber nicht bedenken, das wird ihm von Ian Malcolm noch ein bisschen genauer erklärt, ist, dass diese Forschung in den falschen Händen auch zu anderen Zwecken missbraucht werden könnte. Donald Gennaro lacht darauf hin und sagt, Mr. Malcolm, wir haben nicht vor, irgendwelche Menschen zum Leuchten zu bringen. Und Ian Malcolm wirft ihm daraufhin einfach nur einen verachtenden Blick zu. Das Gespräch endet dann damit, dass John Hammond sagt, okay, wir machen jetzt Folgendes. Ich erkläre Ihnen, warum diese Art der Technologie weitaus sicherer wäre, als Dinosaurier zurückzubringen, so wie er es ursprünglich im Park geplant hat. Jetzt kommen wir zu der Szene, in der die Raptoren gefüttert werden und Robert Muldoon zum allerersten Mal auf den Plan tritt. Im Originalfilm ruft er dann zuallererst, man sollte sie alle töten, während die Raptoren eben diese Kuh verspeisen. In diesem Szenario ist sein allererster Satz, Hammond ist verrückt geworden. Er weist die Gruppe darauf hin, dass es sich hierbei nicht einfach nur um Raptoren handelt, die gerade eine Kuh verspeisen, sondern eben um Genhybride, die aus einem Alpha-Hybrid zusammengemischt wurden und eben einem normalen Velociraptor. Vielleicht kommt ihr von alleine drauf, was für eine Art von Hybrid in diesem Brutkasten stecken würde. Hammond unterbricht Muldoon daraufhin aber und sagt der gesamten Gruppe, naja, wir hatten Velociraptoren gezüchtet gehabt, daraufhin hat aber das Riesenbiest, also der Hauptvelociraptor, hat alle bis auf zwei weitere aus der gesamten Gruppe getötet. Wir hatten keine Kontrolle darüber. Noch dazu haben diese Kreaturen die Zäune systematisch angegriffen, was Muldoon ja selber bestätigt hat. Diese Raptoren, die sogenannten Indoraptoren, hätten nämlich diesen Makel nicht. Sie wären so genmanipuliert worden, dass sie komplett unter der Kontrolle des Ingen-Konzerns und ebenso mit auch John Hammond stehen. Ja, Muldoon gibt John Hammond daraufhin recht, die Indoraptoren haben noch kein einziges Mal versucht, die Zäune anzugreifen. Noch dazu waren sie auch untereinander relativ kollegial, das heißt in dem Szenario haben die Indoraptoren eben keinen Hauptindoraptor ernannt, der dann die anderen getötet hat. Nein, in diesem Szenario haben wir insgesamt 5 Indoraptoren in dieser Fütterungsstation drin und Muldoon kann da relativ wenig entgegnen. Allerdings sagt er eben durch seine Erfahrung auch als Wildhüter und als Jäger, die Blicke der Tiere machen ihm Sorgen. Er beschreibt das Ganze dann Grant persönlich nochmal so, als hätte er das Gefühl, dass die Tiere zwar von etwas anderem gelenkt werden, allerdings der Verstand und der Geist keineswegs gelenkt. Die Tiere sind bei vollem Bewusstsein, können aber ihren eigenen Körper nur dann kontrollieren, wenn Ingen oder Ingen Hammond diese Körper auch freigeben. Was würde also passieren, wenn die Technologie im Park versagt und die Tiere könnten, naja, ihrem kompletten Instinkt freien Lauf lassen? Alan Grant erklärt Muldoon, dass sie erst vor kurzem ein Gespräch mit John Hammond gehabt haben, beim Essen, wo es eben genau um diese Thematik ging. Dass John Hammond davon ausgeht, dass er die Bedürfnisse dieser Tiere kennt, weil er, naja, Bedürfnisse eines T-Rex kennt, die eines Raptoren und deswegen automatisch denkt, dass die Bedürfnisse beider Tiere dann in diesem einen Tier drinstecken. Muldoon erwidert darauf hin, dass dieser Gedanke gar nicht so falsch ist. Zwar sind die Bedürfnisse der Tiere komplett neu zusammengemischt, dennoch steckt immer noch ein bisschen DNS von diesen Tieren eben in dem Dinosaurier mit drin. Als Beispiel bringt er, dass sie bei dem Alpha-Hybrid festgestellt haben, dass er eine ähnliche Sehschwäche wie auch der Tyrannosaurus Rex entwickelt hat, der noch eine Intelligenz wie ein Velociraptor aufweist. Und ja, ich weiß, im Film war das nicht so mit der Sehschwäche beim Indominus Rex. Allerdings sind wir jetzt ja hier noch im Jahr 1993, das heißt, die Forschung ist noch ein bisschen jünger und deswegen hat man das eben hier noch nicht rausbekommen. Das Gespräch ist also beendet, wir switchen jetzt weiter. Also weiter und weiter und weiter und gelangen letztendlich an das Gehege des Alpha-Hybriden. Ja, hier behandelt es sich um den Indominus Rex und parallel zu der gesamten Geschichte versucht niemand Geringeres als Dennis Nedry natürlich erneut die Embryos zu stehlen und möchte das gesamte Sicherheitssystem abschalten. Mit dem Abschalten des Sicherheitssystems schaltet er allerdings auch sämtliche Connector ab. Diese Connector sind dafür da gewesen, dass die Tiere, wie von John Hammond eben gerade noch gelobt, unter Kontrolle gebracht werden können. Abseits von Ellie Sattler, Ian Malcolm und Alan Grant und Lex und Tim sind natürlich auch mit dabei und dem Anwalt Donald Gennaro brechen gerade leise die Indoraptoren aus dem Gehege aus. Der Park ist außer Kontrolle geraten und die Sicherheitssysteme sind komplett abgeschaltet. Im richtigen Film von Jurassic Park sehen wir ja, wie der T-Rex dann auch kurz den Zaun abcheckt und dann eben merkt, dass da kein Strom mehr drauf ist und kurz darauf dann eben den Stromzaun zerbeißt und das Gehege verlässt.
In diesem Szenario ist das Ganze ein bisschen anders, denn auch hier finden wir vorerst die Ziege, die wieder auf das Auto von Lex und Tim und dem Anwalt Donald Gennaro knallt. Allerdings sieht man nicht genau, wo die Ziege wirklich herkommt. Der Zaun wird quasi wie von unsichtbarer Hand in der Mitte zerschnitten, Stück für Stück für Stück. Ein leichtes Röcheln ist zu hören und große Schritte und großes Gestampfe erschüttern den gesamten Boden. Malcolm beugt sich daraufhin nach vorne und versucht etwas zu erblicken und Alan Grant checkt die Lage dann relativ schnell. In dem Video, was wir gesehen haben, sagt er dann zu Malcolm gewandt, haben wir erfahren, dass die DNS der Dinosaurier mit einer Frosch-DNS aufgefüllt wurde. Von einigen Fröschen weiß man, dass sie sich der Umgebung anpassen können. Das Tier kann sich tarnen. In Jurassic World ist es der Fall, dass der Indominus Rex diese Fähigkeit des Tarnens aufgrund der DNS eines Oktopus hat. In diesem Szenario ist es eben aufgrund eines Frosches, denn ja, auch Frösche haben zum Teil diese Tarnungsfähigkeit. Deswegen sieht man den Indominus Rex jetzt nicht. Das Ganze ist so ein kleines Katz-und-Maus-Spiel, denn Grant weiß natürlich auch, dass der Tyrannosaurus Rex in der Welt, in der Lore von Jurassic, nichts wirklich gut erkennen kann, dass sich eben nicht bewegt. Demnach weiß er nun auch, dass das Tier, was hier gerade rauskommt, dieselbe Sehschwäche haben sollte. Das heißt, unsere Gruppe sieht den Indominus Rex nicht und der Indominus Rex sieht unsere Gruppe nicht. Bis dann aber schließlich Lex und Tim auf die grandiose Idee kommen, naja, mehr oder weniger aus dem Auto auszusteigen. Ja, tatsächlich passiert das in meinem Szenario, denn die beiden sehen ja nicht mal, dass da irgendwas aus dem Gehege herauskommt. Man sieht eben nur, dass die Seile gerissen sind und das Stampfen und das Röcheln und das Röhren, das haben sie nicht wirklich mitbekommen. Donald Gennaro sagt ja auch im Originalfilm, das ist vielleicht einfach nur der Motor der Fahrzeuge, der wieder anspringt und die Kinder glauben das einfach. Es sind eben auch Kinder, die auf den Rat eines Erwachsenen vertrauen. Tim geht daraufhin also aus dem Fahrzeug heraus, um sich einmal umzuschauen und Grant öffnet weit seine Augen. Was auch immer aus dem Gehege rausgekommen ist, wird beginnen zu jagen. Panisch dreht er sich nach hinten um und versucht, eine Fackel aus dem Fahrzeug herauszunehmen. Als er sich dann gerade wieder nach vorne dreht, die Tür aufreißen will, um die Fackel anzumachen, sieht er, wie das Geschöpf langsam sichtbar wird. Waltiger Kopf des Indominus Rex ist zu sehen, der riesige Körper, der sich aus dem Gehege herauswindet. Tim schaut nach oben, er merkt nur noch, wie der Sabber des Tieres auf ihn herunterknallt und der Indominus Rex schnappt zu. Ja, Tim ist in diesem Szenario eben gestorben, aufgrund dessen, dass der Indominus Rex einfach seine Fähigkeit zum Tarnen für die Jagd benutzt. Grant und Malcolm erstarren erst einmal vor Ehrfurcht und Lex, naja, so wie sie eben auch im Film drauf war, fängt an, panisch herumzuschreien. Während der Tyrannosaurus Rex in Jurassic Park ja relativ gemächlich an das Auto herangegangen ist, ist der Indominus Rex da wesentlich aggressiver. Er packt das Auto mit seinen Klauen und schlägt sie durch die Fenster durch, hebt das ganze Fahrzeug dann hoch und schaut in das Auto rein. Donald Gennaro, der erneut Panik bekommt, ja, er wird hier den gleichen Charakterzug haben wie auch in den Filmen, die wir eben kennen, öffnet die Tür, während das Auto in der Luft hängt und springt aus dem Fahrzeug heraus. Als er auf dem Boden aufkommt, hört man ein leichtes Knacken und Gennaro sackt zu Boden. Der Indominus Rex hat das Auto immer noch vor sich, schmeißt es dann daraufhin in das Gebüsch und naja, Lex ist quasi noch im Auto, aber fürs Erste sicher, denn der Indominus Rex macht sich nun über Donald Gennaro her. Zuerst tritt er ihm mit seinen kräftigen Beinen auf die Hinterbeine. Mit einer seiner langen Klauen durchbohrt der Indominus Rex den Brustkörper von Donald Gennaro, packt ihn daraufhin hoch, zieht ihn noch einmal an und verspeist ihn dann genüsslich. Grant bemerkt sofort, dass dieses Tier nicht einfach nur ein geklontes Tier ist. Der Indoraptor weist ganz seltsame Züge auf, quasi schon menschliche Züge, zum Teil monströse Züge. Während der Indominus Rex also die Knochen von Donald Gennaro in seinem großen Maul zermalt, richtet er seinen Blick erneut auf das Auto, in dem er noch Lex erspäht hat. Das heißt, Lex ist erneut wieder in Gefahr. Dr. Alan Grant prischt aus dem Auto heraus, macht seine Fackel an und versucht, das Tier abzulenken. Eine Sache, die Grant hierbei nicht weiß, die ihm aber gleich äußerst hilfreich sein wird, ist die, dass der Indominus Rex sehr wärmeempfindlich ist und eben die Wärme wahrnehmen kann. Das heißt, Grant fuchtelt mit der Fackel hin und her und schmeißt diese dann daraufhin zur Seite. Doch Dr. Ian Malcolm denkt, es ist eine gute Idee, dasselbe zu tun. Er holt ebenfalls eine Fackel raus und schmeißt diese allerdings, naja, er schmeißt sie nicht weg. Das stimmt aber hier nicht ganz. Wenn wir uns den Jurassic Park Film noch einmal anschauen, sehen wir, dass auch Ian Malcolm später die Fackel zur Seite schmeißt. Allerdings das Ganze zu spät, weil der Tyrannosaurus Rex eben auf den sich bewegenden Ian Malcolm fokussiert ist. In diesem Szenario allerdings ist der Indominus Rex wesentlich aggressiver auf Licht fokussiert und geht deswegen auch der Fackel von Ian Malcolm hinterher. Malcolm rennt daraufhin hinter das Toilettengebäude und versteckt sich
im dichten Gebüsch. Auch Alan Grant schafft es, sich unter dem Auto zu verstecken und der Indominus Rex ist fürs Erste abgelenkt. Eine Ruhe tritt ein und man hört nur noch Gewitter und Regen im Hintergrund. Auch Lex schafft es, sich langsam aus dem Auto heraus zu befreien, ist aber Gott sei Dank zu schwach, um zu schreien. Durch den gewaltigen Schock des Verlustes durch ihren Bruder und eben der gesamten Situation bewegt sie sich auch nicht wirklich weiter. Sie bleibt im Gebüsch liegen und der Indominus Rex verschwindet dann langsam in den Tunneln des Jurassic Park. Also wir haben einmal Donald Gennaro und Tim in diesem Szenario verloren. Ian Malcolm und Alan Grant sind allerdings weiterhin wohlauf. Auch Lex geht es relativ gut. Die hat vielleicht ein kleines Schleudertrauma, aber ist eben auch nicht diesen Abgrund runtergefallen, der im Gehege des T-Rexes. Die drei haben dann daraufhin also ein ähnliches Szenario wie auch im fertigen Film. Ellie und Muldoon tauchen dann einige Zeit später an dem Vorfallsort auf, um eben nach Alan, Lex, Tim, Gennaro und Ian Malcolm zu gucken. Im Originalfilm, naja, passiert ja eben Folgendes. Ian Malcolm wird gefunden, wird auf das Auto gebracht und hört dann eben die Schritte des Tyrannosaurus Rex. Malcolm warnt daraufhin Muldoon und eben auch Ellie Sattler und sagt, los, wir müssen los, wir müssen los, wir müssen los. Das würde jetzt hier allerdings nicht passieren, denn Ian Malcolm wäre nicht gefunden worden, da er ja, naja, wohlauf ist und eben mit Grant und Lex im Dschungel verschwunden ist. Das heißt, in diesem Szenario käme jede Hilfe zu spät. Der Indominus Rex wäre erneut aufgetaucht. Zwar hätten es Ellie und Robert Muldoon geschafft, sich ins Auto zu verfrachten und auch loszufahren. Allerdings wäre das viel zu spät gewesen, da der Indominus Rex eine Mischung aus zum Teil Raptor und T-Rex ist und eben auch, naja, die Gene von den beiden logischerweise besitzt, ist das Tier wesentlich schneller als ein Tyrannosaurus Rex unterwegs. Der Indominus Rex schafft es also wieder, mit seinen langen Krallen das Fahrzeug der beiden festzuhalten und beißt Robert Muldoon kurzerhand darauf den Kopf ab. Ellie Sattler schafft es zwar noch, sich aus dem Auto rauszuretten, sie rennt gerade los, doch der Indominus Rex schafft es, sie von der Seite her zu schnappen und damit ist auch Ellie Sattler in diesem Szenario gestorben. Ich versuche hier wirklich nicht einfach sinnlose Tode mir aus dem Hintern zu ziehen. Ich versuche das gerade wirklich irgendwie nachvollziehbar auch zu erklären und ich glaube, das ist gar nicht mal so unnachvollziehbar, dass minimale Veränderungen im Originalfilm genau sowas hätten vorherführen können, oder? Ich meine, ey, Ian Malcolm hat die Gruppe nun mal, oder hat Robert Muldoon und Ellie Sattler nun mal im Film davor gewarnt, dass der T-Rex auftaucht. Das wäre eben hier nicht passiert und der Indominus Rex wäre auch noch schneller als der T-Rex. Hätte sich auch noch tarnen können und wahrscheinlich wesentlich langsamer und leiser angeschlichen. Also das wäre auf jeden Fall ein Todesurteil für die beiden gewesen. John Hammond ist also allein im Besucherzentrum zurückgeblieben und ist am Verzweifeln. Er versucht noch Grant und Co. irgendwie ausfindig zu machen durch bestimmte Kameras, die an den Parkgehegen angebracht sind. Doch dort findet er leider niemanden. Er sieht allerdings auch, dass keine Leichen, außer eben die von Ellie Sattler, also zum Teil Leichenstücke von Ellie Sattler und eben auch von Robert Muldoon, auf der Straße liegen, plus eben noch das kaputte Fahrzeug mit dem ganzen Blut. Also da merkt er schon, okay, Moment, da ist irgendwas passiert, aber wo sind denn die anderen drei hin? Beziehungsweise die anderen vier, denn dass Tim tot ist, weiß er natürlich auch noch nicht. Und John Hammond macht sich selbst auf den Weg, die verschollene Gruppe zu suchen. Wisst ihr noch in dem einen Deleted Scenes Video zu Jurassic Park 1, das habe ich dir mal hier oben verlinkt, das kannst du ganz gerne mal nachholen. Da hatten wir drüber gesprochen, dass in einer ganz frühen Idee hätte das Ende von Jurassic Park so aussehen sollen, dass nicht der T-Rex die Gruppe vor den Velociraptoren rettet, sondern einfach John Hammond mit einer Shotgun. Das greifen wir jetzt hier wieder auf, denn John Hammond hätte sich daraufhin nämlich einfach eine Schrotflinte aus dem Regal genommen und selbst auf die Suche nach den verschollenen Personen gemacht. Genau wie auch im Film wäre er dabei am Raptoren-Fütterungsspot vorbeigekommen. Und ja, ich sage Raptoren, denn in diesem Szenario sind es ja die Indoraptoren, die nun alle fünf samt frei sind. Und diesmal auch ohne Kontrolle. John Hammond weiß das auch ganz genau, dass diese Gefahr nun besteht. Er macht sich dennoch auf in den dichten Dschungel, um die Leute zu suchen. Allerdings hat John Hammond hierbei einen etwas anderen Plan, denn er weiß, wo noch weitere Fahrzeuge des Jurassic Park stehen. Er macht sich also langsam und schleichend auf dem Weg zu diesem Carport, um sich ein Fahrzeug zu nehmen, um dann eben mit dem Fahrzeug die Gruppe zu suchen. Was auch Sinn ergibt, dass man dann die Gruppe nicht irgendwie sucht und dann zu Fuß wieder zurückbringt, sondern dass man eben sagt, okay, ich nehme mein Fahrzeug mit, schnapp euch alle, pack euch in das Fahrzeug und dann fahren wir alle in den Sonnenuntergang und alles ist schön und gut.
So wird das Ganze aber hier nicht ablaufen. So, denn die Indoraptoren sind Hammond bereits auf der Schliche. Ja, die haben ihr Jagdverhalten natürlich noch nicht über ein riesiges Revier ausgebreitet, sondern da der ganze Vorfall mit dem Stromausfall erst relativ kurz passiert ist, sind die Tiere eben auch noch in der Nähe und sie wittern John Hammond. Hammond schafft es dann beim Carport anzukommen und greift nach seinen Schlüsseln, will in das Fahrzeug einsteigen, als er dann letztendlich ein Rascheln im hinteren Gebüsch hört. Er dreht sich um, richtet die Schrotflinte auf eben jenes Gebüsch und hält den vorderen Lauf rein. Als er an etwas andockt, was er eben für die Haut eines Tieres hält, drückt er plötzlich ab und, naja, ganz viel Blut spritzt. Allerdings ist das nicht das Blut eines Indoraptors, nein, es ist das Blut von John Hammond selbst, der im selben Moment von hinten von zwei Indoraptoren an den Schultern gepackt wurde. Die beiden Raptoren reißen ihn daraufhin zu Boden, während die drei anderen von vorne kommen und John Hammond komplett auseinanderreißen. Wir haben in diesem Szenario also nur noch Ian Malcolm, Lex und Dr. Alan Grant übrig, die noch am Leben sind und eben versuchen, zum Besucherzentrum hindurch zu gelangen. Wir lassen den dreien das eben jetzt auch mal gelingen und sie gelangen ins Besucherzentrum und schauen sich dann da nochmal genau um. Niemand ist dort zu sehen. Allerdings sagt Alan dann zu Lex, sie soll sich doch bitte was zu essen nehmen, um wieder zu Kräften zu kommen. Was ist, wenn alle anderen tot sind? Ian Malcolm antwortet daraufhin, es müsse einen Kontrollraum geben, von dem aus man das Festland kontaktieren konnte. Es kann nicht der gesamte Strom im Park ausgeschaltet worden sein, denn die Fahrzeuge hatten weiterhin Strom, die Zäune hatten diese Lichter, die weiterhin geblinkt haben, ja und auch im Besucherzentrum funktioniert das Licht. Plötzlich taucht Lex zwischen den beiden diskutierenden Männern auf und deutet auf ein Plakat von einem Velociraptor und hinter dem Plakat öffnet sich ein gewaltiger Schatten. Was auch immer das sein mag, sagt Dr. Alan Grant, wir müssen auf jeden Fall schnell verschwinden. Die Indoraptoren nähern sich also nun unserer noch überlebenden Gruppe, die sich dann aber alle Stück für Stück in der Küche verschanzen. Das heißt, die Küchenszene hier läuft ähnlich ab wie auch im Film, mit einem klitzekleinen Unterschied, dass Ian Malcolm sich opfert, damit Lex entkommen kann. Denn genau wie im Film schafft es Lex eben, den einen Indoraptor abzulenken, rennt dann daraufhin los, die hat quasi dieselbe Szene, die eben Tim im fertigen Film hat, rennt darauf los Richtung Kühlkammer und der Indoraptor ist hinter ihr her. Allerdings ist das Tier wesentlich schneller als ein Velociraptor und Ian Malcolm sieht nur eine einzige Möglichkeit darin, das Mädchen zu retten. Er wirft sich zwischen sie und den Indoraptor und schubst ihn mit der Schulter zur Seite. Allerdings ist daraufhin der zweite und der dritte Indoraptor zur Stelle. Sie packen Ian Malcolm, reißen ihn hinter eine Küchenzeile und Ian Malcolm ist tot. Der vierte und fünfte Indoraptor allerdings rennen Lex und Grant hinterher. Die es nun gerade so schaffen, in das Kontrollzentrum einzudringen und eben, naja, an die Computer zu gelangen. Lex macht daraufhin genau dasselbe, was sie eben auch im fertigen Film macht und versucht die Sicherheitssysteme zu aktivieren und eben alle Schlösser zu aktivieren. Das Ganze klappt allerdings nicht so wie im Film, denn, naja, die Indoraptoren haben auch um einiges mehr Kraft als die Velociraptoren. Sie stoßen die Tür auf, Alan Grant fliegt nach hinten und beide Indoraptoren stürzen sich auf den Mann. Ja, auch Grant ist in diesem Szenario jetzt gerade gestorben. Lex schafft es allerdings, die Situation auszunutzen und die Leiter, die sie eben auch im Film benutzen, an die Decke anzulehnen und eben in den oberen Schächten zu verschwinden. Die Indoraptoren sind ihr dicht auf den Fersen. Ein paar sind unter ihr, ein paar sind auch hinter ihr in die Schächte reingesprungen und krabbeln ihr hinterher und Lex versucht, panisch zu entkommen. Als sie dann wieder im Besucherzentrum im unteren Teil ankommt, wo eben dann auch die ganzen Gerüste stehen, merkt sie plötzlich, dass unten der Indominus Rex in der Halle steht, der nämlich den gesamten Lärm in dem Gebäude gemerkt hat. Er hat die Wärme der Tiere und der Menschen wahrgenommen und ist eben in das Gebäude reingekommen. Plötzlich hat Lex eine unfassbar geniale Idee. Sie rennt den gesamten Abteilungspart herunter, bis sie eben ganz unten angekommen ist, macht den Indominus Rex vorher auf sich aufmerksam und hofft, dass dieser eben die Indoraptoren angreift. Was sie allerdings nicht kommen sieht, ist, dass die Indoraptoren plötzlich mit dem Indominus Rex zu reden scheinen. Ja, die Tiere unterhalten sich mehr oder weniger und Lex versucht die Situation zu nutzen, um aus dem Besucherzentrum zu fliehen. Sie schlägt die Tür des Besucherzentrums hinter sich zu und rennt quasi geradeaus weiter in den Dschungel rein, durch diesen Teich, der vor dem Besucherzentrum ist und versucht, naja, um ihr Leben zu rennen.
Plötzlich schlagen die Türen erneut auf und die Indoraptoren sind ihr dicht auf den Fersen. Doch auch der Indominus Rex scheint nachzukommen, beziehungsweise bricht er plötzlich durch die gesamte Wand des Besucherzentrums hindurch. Der Indominus Rex schlägt auf den Boden auf und zerquetscht dabei zwei der Indoraptoren. Lex schaut sich panisch um und bemerkt plötzlich, dass der Tyrannosaurus Rex, also Rexy, ja, denn Rexy ist natürlich auch noch auf der Insel, die ist ja nicht einfach weg, nur weil wir jetzt eben hier den Indoraptoren zum Ausbruch gebracht haben. Ich habe am Anfang der Geschichte erzählt, dass die Geschwindigkeit eines T-Rex bereits gemessen wurde, ja, und das war eben die Geschwindigkeit von Rexy und die war auch noch auf der Insel parallel eben zu den Hybriden und ist natürlich auch durch das Ausfallen der Stromzäune freigekommen. Rexy macht das, was sie so ziemlich in jedem Jurassic-Film macht und rettet dann damithin mehr oder weniger die Gruppe. Ich meine, wir haben nur noch Lex übrig, aber ja, er geht auf den Indominus Rex eben los, der den Angriff nicht hat kommen sehen. Dabei zerquetscht der Indominus Rex durch den Angriff des T-Rex zwei Indoraptoren, sodass wir nur noch drei Indoraptoren übrig haben. Die drehen sich natürlich aber auch um und greifen den T-Rex an und auch der Indominus Rex geht auf den T-Rex los. Rexy hätte dieses Szenario auf keinen Fall überleben können. In diesem Szenario verlieren wir nicht nur den Großteil unserer Helden, sondern eben auch unseren geliebten Tyrannosaurus Rex. Lex schafft es allerdings daraufhin, im dichten Dschungel zu verschwinden und sich fürs Erste in Sicherheit zu wiegen bzw. vor den randalierenden Monstern zu verstecken. Und hier beenden wir einfach mal dieses Szenario mit Lex, die alleine auf der Isla Nubla überleben muss und alleine im Dschungel ist. Und die noch keine Hilfe gerufen hat. Ich meine, seien wir mal ganz ehrlich, irgendwann würde das rauskommen, dass da was passiert ist. Allerdings ist die Frage, wann und wie lange müsste Lex überleben? Das war jetzt mein Was-wäre-wenn-Szenario in Bezug auf den Indominus Rex. Es wurde wesentlich krasser, ich weiß, aber ihr habt mir auch vorgeworfen, ich müsste da ein bisschen direkter vorgehen und ich meine tatsächlich, es wäre sehr wahrscheinlich noch viel schlechter ausgegangen, wenn wir sowohl einen Indoraptor Indominus Rex als auch fünf Indoraptoren frei im Park hätten rumlaufen lassen. Dass Lex überlebt hat, das habe ich einfach nur für euch gemacht, denn ihr könnt mir jetzt in die Kommentare schreiben, ob ihr auch möchtet, dass dieses Szenario hier weiterhin fortgesetzt wird. Schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare unten rein, auf jeden Fall gibt es dann auch schon demnächst den dritten Teil meiner Was-wäre-wenn-Reihe. Ich muss mir mal Namen für diese Was-wäre-wenn-Timelines ausdenken. Wenn ich dann mit dieser Timeline fertig bin, könnte man auch diese Timeline hier weiterspinnen. Das heißt, wir können uns ganz viele verrückte Was-wäre-wenn-Szenarios ausdenken. In diesem Sinne bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.